Warum Dumbledore Socken im Spiegel von Nerhigab sieht. Das und mehr jetzt in diesem Video. In Harrys erstem Jahr in Hogwarts stößt er auf den Spiegel von Nerhigab. Der Spiegel ist ein sehr altes Objekt und es heißt, dass niemand weiß, wer ihn erschaffen hat oder wie er nach Hogwarts kam. Harry findet ihn und sieht seine Familie, vielleicht zum ersten Mal, und sie sind lebendig und glücklich. In den Filmen sieht er seine Eltern, aber in den Büchern sieht er mehr, mindestens 10 Personen in seinem gesamten Stammbaum. Aber bevor wir starten, dachte ich mir, ihr guckt einmal selber in den Spiegel von Nerhigab und seht alle Spiele, die ihr euch schon immer gewünscht habt, einfach günstiger. Bei Instant Gaming werden diese Träume und Wünsche wahr. Und dazu zählt natürlich auch das neue Hogwarts Legacy Spiel. Dieses ist gerade um fast 30% reduziert. Momentan gibt es passend dazu ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein Spiel eurer Wahl von Instant Gaming gewinnen könnt. Dafür klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Nun lasst uns aber direkt mit dem Video starten. Nach der traurigen Erkenntnis, dass niemand sonst seine Familie sehen kann, kommt Dumbledore zu Harry. Er erklärt ihm nicht nur die Funktion des Spiegels, dass der Spiegel dir zeigt, was dein Herz am meisten begehrt, sondern er gibt Harry auch ein paar weise Worte mit auf den Weg. Es ist nicht gut, wenn wir unseren Träumen nachhängen und vergessen, dabei zu leben. Dann tut Harry etwas ziemlich Mutiges. Er fragt Professor Dumbledore, was er in dem Spiegel von Nerhigab sieht. Die Antwort von Dumbledore lautet wie folgt. Ich sehe mich selbst mit einem Paar dicker Wollsocken in der Hand, man kann nie genug Socken haben. Schon wieder ist ein Weihnachten vorbei und ich habe nicht ein einziges Paar bekommen. Die Leute bestehen darauf, mir Bücher zu schenken. Auf jeden Fall eine merkwürdige Antwort, oder? Der Satz ist eine klare Ablenkung von der wahren Antwort und selbst Harry dachte, dass Dumbledore nicht die Wahrheit sagt. Aber Dumbledore schob es weg von sich, weil es eine so persönliche Frage war. Wenn Dumbledore also keine Wollsocken gesehen hat, was hat er dann im Spiegel gesehen? Nun, dank J.K. Rowling wissen wir genau, was er gesehen hat. J.K. Rowling wird mit den Worten zitiert, dass er seine Familie lebendig, gesund und glücklich sah. Ariana, Percival und Kendra kehrten alle zu ihm zurück und Aberforth versöhnte sich mit ihm. Nicht unähnlich wie Harry sah er eine große, glückliche Familie, die er verloren hatte. Ja, die Frage war sehr persönlich, aber warum ausgerechnet über Socken lügen? Nun, ich glaube nicht, dass es eine Lüge war, eher eine Halbwahrheit. Eine direkte Lüge von Dumbledore erscheint mir sehr untypisch und alle seine Worte sind mit Absicht und Poesie gewählt. Was also ist der Sinn hinter den Wollsocken? Aus den Büchern wissen wir, dass Dumbledores Familie ein wenig gestört ist, um es vorsichtig auszudrücken. Dumbledores Schwester Ariana wurde als junges Mädchen von Muggeljungen angegriffen, was sie stark traumatisierte. Ariana blieb geistig und seelisch gezeichnet zurück und ihre magischen Fähigkeiten waren stark beeinträchtigt. Sie trat nur noch selten in Erscheinung und dann meist auf unberechenbare und zerstörerische Weise. Daher musste sie ständig von ihrer Mutter und ihren Brüdern betreut werden. Da sie ihre magischen Fähigkeiten nicht kontrollieren konnte, wurde sie von der Öffentlichkeit ferngehalten. Es ist allerdings erwähnenswert, dass ihre magischen Fähigkeiten an die Oberfläche zu kommen schienen, wenn sie aufgeregt war. Daher denke ich, dass ihre Mutter in der Muggelwelt nach Inspiration suchte, um ihre Tochter ruhig zu halten und zu beschäftigen. Die Lösung dafür? Stricken. Es war tatsächlich ein Hinweis darauf, dass Dumbledore auch gerne strickt. Darf ich das mitnehmen? Ich liebe es zu stricken, sagte Dumbledore zu Slughorn in der Halbblutprinz. Es mutet seltsam an, dass Dumbledore, ein hochintellektueller Mann, da sitzt und einfach strickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Hobby später aufgegriffen hat. Ich glaube eher, dass es ihm schon als Kind beigebracht wurde. Ich glaube, dass Dumbledore das Hobby zusammen mit seiner Schwester aufgenommen hat, um Zeit mit ihr zu verbringen. Und die Wollsocken sind ein Hinweis auf eine Erinnerung an seine Schwester und die ruhigen Zeiten, die sie in der Familie beim gemeinsamen Stricken verbrachten. Du wirst jetzt vielleicht sagen, wir werden Dumbledores Hintergrundgeschichte erst im Laufe der Geschichte und viele Bücher später erfahren. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir es eindeutig noch nicht. Und du fragst dich vielleicht, ob J.K. Rowling seine Geschichte zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon durchdacht hatte. Ob J.K. Rowling unsere Geschichte von Anfang an doppelt geplant hatte, spielt eigentlich keine Rolle. Denn ich denke, diese Wollsocken deuten so oder so auf eine Familienverbindung hin. Ob es nun Ariana in diesen ruhigen Zeiten ist oder eine einfache Verbindung zu der Familie, ist eigentlich egal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber alle Leute, die ich kenne, haben immer ziemlich doof aus der Wäsche geguckt, wenn sie Socken geschenkt bekommen haben.
Meistens bekommt man sie von Eltern, Großeltern oder Verwandten und man weiß sie nie wirklich zu schätzen. Diese Socken werden euch nicht geschenkt, weil ihr Socken liebt oder weil ihr eine tiefere Leidenschaft dafür habt. Also manche vielleicht schon, ich will hier nichts verurteilen. Sie werden dir gegeben, weil du sie brauchst und die Menschen, die sie dir schenken, versuchen sich um dich zu kümmern. Es ist ein liebevolles Geschenk der Familie. Außerdem muss man bedenken, was im Stein der Weisen kurz vor diesem Moment geschah. Es war die Weihnachtszeit in Hogwarts und was hat Harry zu Weihnachten geschenkt bekommen, um die Familie zu repräsentieren? Ja, er bekam den Unsichtbarkeitsumhang, der früher seinem Vater gehörte. Aber er bekam auch noch etwas anderes. Er bekam einen Strickpullover von Molly Weasley und jedes einzelne Mitglied der Familie Weasley bekam auch einen. Dieser Strickpullover wurde nicht für Harry angefertigt, weil Molly ihm etwas zu Weihnachten schenken wollte. Also natürlich auch dafür, aber es gibt noch einen anderen Grund. Und zwar, weil er jetzt zur Familie gehört. Dieser Strickpullover soll ihn im kalten Winter warm halten, ähnlich wie diese Wollsocken, die Dumbledore beschreibt. Alles das deutet darauf hin, dass J.K. Rowling bestätigt, dass er seine Familie und seine Schwester im Spiegel von Neer Hegab gesehen hat. Mir gefällt die Möglichkeit, dass die Socken ein winziges Detail sind, das nur Dumbledore verstehen kann. Und mir gefällt auch, dass es überhaupt keine Lüge war, die er Harry erzählte, sondern nur eine Halbwahrheit, die auf seine Familie hindeutet. Meinst du auch, dass Dumbledore die Socken gesehen hat, weil es einen Bezug zu seiner Familie gab? Oder gibt es einen anderen Zusammenhang, den ich bei den Wollsocken übersehe? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.